Was auch immer es mit diesen Muscheln auf sich hat, aber fuck it. Ist mir das egal. So, irgendwo war es die komische Fechtschule, die ich dann... die ich also nicht aufsuchen werde, alles klar, hier vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Ich bin Magnus, der Meister der Schmerzkonsumheilungen. Meine Stimme ist komisch. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Alles Werbung, alles Werbung. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, komm mal, lass klüppeln jetzt. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik, die Wirbelattacke. Halte mit dem Schwert belegten Knopf gedrückt. Warte, bis das Schwert aufgeladen ist. Lass den Knopf los, dann ist es vollbracht. Hast du das verstanden? Jawohl. Ausgezeichnet, du lernst schnell. Doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3, 5, wie habe ich verzählt? Maisonette nun sei. So, nun versuche es selbst. Knopf gedrückt halten, bis das Schwert aufgeladen ist und das loslassen. Jump! Hervorragend, du hast Talent. Ich überreiche dir feierlich diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du kannst sie dir jederzeit im Startmenü ansehen. Wunderbar. Ich hoffe, dieser Pisser lässt uns da jetzt durch. Eine Technik von Meister Magnus. Moment, kann ich noch mehr lernen? Mit deinem jetzigen Schwert kannst du keine weiteren Techniken erlernen. Okay. Komm mit einem neuen Schwert wieder. So, wie gesagt, vielleicht lässt uns jetzt ja Professor Dr. Ausguckwache durch. Denn der es in seinem Leben nicht zu mehr gemacht hat. Traurig, traurig. Ob wir wohl auch wieder diminished sehen können? Vielleicht auch nicht. Warum rede ich so komisch? Hier vorbei. So, wenn du jetzt da vorbeigehen würdest, danke, Link. Gracias mucho. Oh, du hast die Wirbelattacke erlernt. Lass mich überprüfen, ob man dich wirklich nach draußen lassen kann. Zeigst du mir eine Wirbelattacke? Ja, ja. Ich hab verstanden. Meine Fresse. Sorry für das Vorspulen manchmal, aber... muss man auch gemacht haben. Ja, du hast mich überzeugt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs. Also sei vorsichtig. Naja, sehr gerne. Hochebene von Biele. Biele. Ja, voll auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Das kam auf die Fresse. Das ist der Auf die Fresse Song. Weil hier die Beste kommen. Was? Fuß des Gongolberges. Da kann ich wohl gerade nichts machen. Hier kann ich aufspringen. Ba, 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 Alter, Bomben, danke. Testen kann ich hier hoch? Jawohl, ich kann da hoch. Wunderbar. Ist mir aber egal, ich will erstmal in die Höhle. Ich habe kein Schwert, nein. Sworde. Halt, Moment. Ich bin ja dämlich. Oh, ich bin nicht dämlich. Ich muss einfach nur das Schild vorhalten. Okay. Bam. Es geht, Junge. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verrate dir auch was. Mein Freund verkauft in seiner Höhle im Süden der Bele-Hochebene ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf den Gongolberg gehst, solltest du nach ihm suchen. Okay. Mach ich sehr gerne. Jetzt macht deine ganze Wohnung kaputt. Einmal aus Spaß. Jupp. Thanks for 5 Bombs. So, im Süden. Hier komme ich nicht lang. Ich komme irgendwie gerade hier nirgends lang. Kann das sein? Ich krieg 20 Rubine. Das ist schön. Aber nicht, das, nicht genau das, was ich wollte. Ich habe irgendwas in Erinnerung. Ich glaube, hier kann ich mit... kann ich mich durchspringen? Nee, ich meinte, hier kann ich... also mit dem Ding kann ich 500 Rubine tragen mit der neuen Geldbörse. Und erst bei einem Upgrade werden es dann 1000. Also die 999, die man so kennt. Moment, ich wollte... naja, egal. Total überraschend, dass das nicht funktioniert hat. Wow. So, warte mal, im Süden, dann machen wir hier mal eine Bombe hin, Junge. Obwohl es nicht so nach Bombe aussieht, aber... oh, sieht's wirklich nicht. Dann habe ich mich wohl geirrt. Das ist nicht so gut. Du bist die Witzfigur. Was ist hier nur los? Egal. Okay, das war nett gedacht. Bringt aber nichts.
Also ich glaube zumindest nicht, dass ich das Ding schieben kann. Ich komme da durch, das ist auch schön. Nee, überhaupt nicht. Kann ich vergessen. Ah, du bist also dieser ominöse Freund, von dem die Rede war. Ja, vielleicht im nächsten Jahr. Ja, oder auch so. Let's... Aua. Upp. Tut mir leid wegen der Nuss. Ja, ja, ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Hallo. Das finde ich gut. Kaufen, ja. Leere Flasche halten, füll sie mit verschiedenen Dingen. Danke für den Einkauf. Kann ich noch was mit dir machen? Nö. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Aua. Ah, mein Rücken. Geh mir auf die Eier. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee, hätte mich auch gewundert. Aber wenn man besser ausprobiert, man kann ja nie wissen. Sonst kann ich hier nirgends hin. Seht ihr auch diese Augen von Link immer? Wenn er gerade so zurückfällt. Sieht komisch aus. Aber gut, muss er selber wissen. Hier komme ich vielleicht nicht lang, das war klar. Sollte ich vielleicht einfach mal hier oben lang? Einfach mal hier oben lang. Das hier wird nix. Einmal nach rechts. Ich schaue auf die Uhr und sehe, ich wollte eigentlich schon lange, lange mal Pause machen. Hammer, na gut. So. Nein. Solche Sprenzchen machen wir hier nicht. Das machen wir nicht. Hier komme ich auch nirgends weiter. Ist das ein Ernst? Euer Ernst? Kann das ein Ernst sein? Naja, gut, dann. Ja, weiß ich nicht. Meine Nase. Nase juckt. Ja, was könnte ich machen? Gute Frage. Brumm, nicht so viel. Na gut, ich könnte hier sprengen. Eine Bombe habe ich ja gerade noch. Ich habe immer so einen Bombenmangel. Das ist nicht schön. Mit etwas Glück kann ich das sprengen. Sieht nicht so aus, aber... Wow, Bombe verschwendet. Geil, super, toll. So, kann ich hier irgendwas schieben? Ach so, das sagt mir natürlich wieder keiner. Na, logisch. Oh, sorry, das wollte ich nicht, aber doch, wollte ich eigentlich schon. War fast sogar keine Absicht. Ja, danke für die Rubine und das Zeug und alles, aber... Das wollte ich gerade gar nicht. Moment mal. Sag mir nicht. Nee, dazu werde ich wahrscheinlich sowas wie Krafthandschuhe brauchen. Ein paar Items kennt man ja inzwischen. Und. Moment, kann ich hier das... Was ist denn das? Ich kann es überhaupt nicht... Was ist das? Ich habe auch nichts, um dieses Ding jetzt irgendwie zu... Halt, Moment mal. Ich habe gerade eine total verrückte Idee. Wie wäre es? Danke. Wie wäre es denn, wenn ich diese Pflanze wachsen lassen würde? Ich weiß nicht, ob es mit Wasser geht, aber ich kann es mir vorstellen. Dankeschön. Ach, natürlich, dafür brauche ich die Flasche. Jetzt. Oh. Oh nein, wie dämlich. Sagt er mir sogar noch, hey, du wirst die Flasche brauchen. Was? Wo du denn? Was? Brauche ich nicht. Nein, sinnlos. Nein, natürlich. Achtung, Steinschlag. Ja, ich geb dir gleich Steinschlag, Junge. Apropos geben, ich sollte mir. Weiß ich nicht, aber das Schwert wäre gut. Jupp. Der hat gesessen, geil. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Genau! Aber jetzt auch noch alles entspannt, oder wie? Was auch immer das sein mag, es verletzt mich. Das mag ich nicht. Das finde ich gemein. Klar. Spinnteil. Machen wir mal ein bisschen, räumen ein bisschen auf. Man weiß ja nie, was wo versteckt ist. Wahrscheinlich ist hier überhaupt nichts drunter, aber trotzdem mal ausprobiert. So große Gebiete, dann lohnt sich es auch mal hier, den Sauger zu machen. Loni der Sauger. Hashtag Loni der Sauger. Muss ich auch selber wissen. Na komm.
Wirklich überhaupt nichts hier? Wäre traurig, aber naja. Not my problem. Ein Wirbelsturm, was der bringt, werden wir vielleicht noch sehen, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Bomben. Wirklich nicht mal Bomben irgendwo. Och, Spiel. Don't be such a little... Dick. So. Shoot that thing. Boom, voll aufs Maul. Tut mir leid wegen der Nuss. Ja, ja, das sagen sie alle. 10 Stück für 30 Rubine, danke. Kann ich jetzt, warte mal. Ach, ich kann nur 30 tragen. Okay, ja. Hui, dann verschwinde. Dann bist du ein Arsch. So, und... Jupp. Ah, einfach, weil ich so gerne mache. Jupp. Einfach, weil ich so gerne mache. So, jetzt haben wir Bomben. Hätte ich eigentlich... Ach, Mann. Hätte ich eigentlich mit rechnen können. Habe ich aber nicht. Riesenüberraschung. Bomb that shit away. Bomb, bomb. So, hier kann ich rüber, wenn ich... Das war Riesenglück. Dann mache ich es eben auf die alte Methode. Jupp. Mache ich es eben so. Au. Genau. Ja, klar. Ich leg mir das scheiß Schwert wieder auf A. Ich mache es jedes Mal falsch. Ohne die Eisenmaske wäre dieser Kerl völlig harmlos. Au. Danke. Geh drauf. Total harmlos, genau. Sonst noch alles entspannt. Harmlos am Arsch. Oder warte mal, kann ich den? Das können wir testen. Nein, kann ich nicht. Dazu bedarf es schon eines Windstoßes. Eines Windstoßes. Geh mir auf die Eier. Windstoßes. Aber ein Herz mal, ne? Nee, viel zu viel verlangt. Es wäre viel zu viel verlangt. Hier ein Herz. Nö. Hier ein Herz. Nein. Kann ich? Moment. Test. Meine Wirbelattacke kann keine Vasen zerstören. Das kann nur Schwerkraft. Ich danke der Schwerkraft, dass es sie gibt. Jetzt gibt es auch rote Schleimis. Toll. Aha. Jetzt fällt es mir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbeln springen. Hey, ich habe eine gute Einfälle, oder nicht? Ja, genau. Klar. Nein, das war ein dämlicher Einfall. Wo hätte ich denn damit lang gesollt? Erklär mir das mal. Dämlichster Einfall ever. Okay. Hier irgendwas drunter. Das sieht verdächtig aus. Das sieht verdächtig aus. Oh, und ist es auch. Wow, bin ich gut. Oder auch nicht. Ich bin selber überrascht, dass der jetzt das war. Ich hab's nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so. Trotzdem interessant, dass sowas war. Die, please. Irgendwas versteckt hier. Irgendwas ansaugen damit kann ich auch nicht, okay. Dann was ist hier oben? Let's go, Minish, ja klar. Vorher sollten wir das hier erstmal wegsprengen. Bombe bitte! Bombe bitte! Leider kann ich noch nicht abkürzen, ansonsten wäre ich jetzt hier schon lange weg. Das muss doch wehtun, bei der Größe aus der Höhe auf den Edelstein zu fallen. Dieser unscheinbare Stein ist in Wirklichkeit ein Portal, ja, ja. Hammermäßig. Aber anstatt mir eine Bombe zu gewähren, nein. Warte, wie wär's denn damit? Ich habe so das Gefühl, ich probiere es noch einmal. Ich glaube zwar... Nee, Moment. Ich muss erst größer werden. Ich probiere noch einmal diesen Bomben- und dann Verwandeln-Trick. Ja, danke.